Weißt doch, wie kleinkariert Mathematik und Physik sind. Meinst du, es ist ein Vektor in jede Richtung, der keine Länge hat? Kann man das so definieren? Darf man das? Oder ist das... Nee, tatsächlich ist es halt, er hat eine Richtung. Alter. Er hat nur keinen Betrag. Da unten, ne? Ja. Geht's richtig ab nachher. Ich glaube auch. Mit den kleinen, schnellen Viechern, glaube ich. Ich glaube, du bist mal wieder dran. Ja, sofort. Gib mir noch die Minute. Das sei auch deswegen, weil ich gerade so ein bisschen gepanscht habe. Nein. Guck mal, hier gibt es auch noch ganz viel Sprengstoff. Geil. Das kann nichts Gutes heißen. Nö, das heißt, hier geht es gleich so richtig zur Sache. Wir machen eine ganz kurze Pause, dass du hier fertig werden kannst und ich muss mich mal kurz... Oh, zu spät. Da kommt einer. Er hat mit einem enormen Wetterspeed, kommt er und spuckt. Besser auf die Beine. Ah, das knuspert. Gut. Alles klar. Wenn du Bock hast, versuch, unterhalte die Leute nochmal. Ja, genau. Ich unterhalte euch einfach mal eine Weile. Ich gehe hier. Zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, zwei nach links, zwei nach rechts. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 9, 10. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Nein, wir machen das natürlich nicht. Was wir auf jeden Fall machen können, ist schon mal hier die Ladung umverteilen. Wo sollen wir denn lang gehen eigentlich? Da. Nee, das ist schlecht. Wieso denn da? Das will noch eins, da kommen wir doch nicht raus. Was müssen wir denn tun, damit wir da durchgehen können? Hallo? Power Mail Function. Wo ist die entsprechende Batterie? Der Batterieslot dafür? Ist auch wieder. Auch wieder nicht vorhanden, ne? Ja, ich weiß das auch immer nicht so genau. Wo ich hier Übel verrichten kann. Oder eben das Unglück der Welt beseitigen kann. Oh, da habe ich was gehört. So, du bleibst mal liegen, schön. Lecker fein. Er bewegt sich mal wieder nicht. Ja, also, ich würde ja echt gerne noch warten, bis Jonas wieder da ist, aber ich glaube, ich muss hier mal runtergehen. Vielleicht wie das tut. Da ist der erste Kollege. Da ist der nächste Kollege. Da ist noch ein Kollege, der knuspernderweise... Da ist er. Ja, das ging doch eigentlich schon mal gar nicht schlecht hier. Hat nicht viel Schaden gemacht. Ach Leute. So. So. Schnelles Monster. Wo bist du denn, alte Fontanelle? Hier ist da noch irgendwo so ein Gesichtsbrot. Ach, guck an, da kommt der Jonas. Drückeberger. Hast du dir auch den eingesprungenen Olli gezeigt? Den eingesprungenen Olli? Ey! Sag mal, wo denn schon wieder? Ach da! Alter, dieses Gekotze, ne? Ey, dieses Gekotze ist widerlich. Aber es macht nicht viel Schaden, das ist die gute Nachricht daran. Guck mal, was wir helfenmäßig haben. Alter! Ich habe gerade schon vier Viecher gekillt. Das kannst du ja geben. Nee, ist gut. Eins. Sehr schön. Ich höre einen zweiten. Kommt noch so einer, ne? Wo denn? Ich höre irgendwelche Geräusche, aber vielleicht sind das auch die Körperteile, über die gerade überläuft. Nee, ich habe auch noch das Geschrei, habe ich auch gehört. Ja, auf jeden Fall. Und die Musik? Auch klar zu euch da. Oh, was ist das denn? Das
Das war noch so ein... Ist das ein Lurker, der so springt? Ja, ja, das war die, die springen so wie so ein... Ah, zwei Lurker. So einer auf rechts. Da oben, ja. Komm schon. Ist nicht so schwierig. Noch was? Ah, noch ein Rotzer, oder? Ne, ein Lurker. Moment, ich muss noch schon da sein. Ah, direkt vorher. Ich muss kurz nach oben laufen, dann lag nämlich was. Er liegt überall noch was rum jetzt, glaube ich. Ja, ja, aber das da oben ist schon gedroppt. Ich will nicht, dass das verschwindet oder irgendwie so ein Scheiß. Ah, ja, stimmt. Health-Pack mal wieder. Krass. So, kann ich auch gleich Hast nehmen. Hast du hier nochmal so ein Feuerzeug? Ja, ja, eins habe ich noch. Aber guten Appetit. Ja, wenn wir halbwegs, halbwegs vorsichtig spielen, dann geht das auch immer mit dem Health, ne? Ja, und vorhin halt war ja auch der Fehler, dass ich einfach runtergerannt bin. Wäre ich dann einfach irgendwie wieder ein paar Schritte zurückgekommen und hätte auf das gewartet, was da kommen mag. Naja, klar, andererseits, man muss halt auch abwägen. Man muss ja, auch ab und an mal vorangehen, das stimmt. Genau, man muss sich auch ein bisschen bewegen. Das werden wahrscheinlich auch viele Zuschauer sagen. Ja, zu bemängeln wissen, habe ich das ausgedrückt. Alter, was ist denn mit dem Held los hier plötzlich? Dass der Jonas doch sehr, 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 sehr langsam ist in seiner Bewegung. Oh, 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 oh. Du, mein lieber Freund, bist eine Pissnelke. Du sollst nachladen, ist auch so eine Regel im Goldenen. Da hast du völlig recht, ich lade sofort nach. So, ärgerlicherweise hat uns jetzt die ganzen Sprengstoffe habe ich jetzt noch nicht benutzt. Das ist eigentlich sehr ärgerlich. Weil die gleich mal toll zu haben. Ja, ja, ich habe ja ich den Verdacht, jetzt auch dass noch viel mehr kommt gleich, oder? Ich habe halt schon? Jetzt. Nee, das glaube ich nicht, dass es schon war. Es waren jetzt gerade mal fünf Gegner, nee, sieben Gegner oder so mit den Spuckern, die ich vor allen Dingen gemacht ne? habe. Da war noch so ein Schneller, dann noch ein Spucker. Also Standardprogramm. Ja, wo finde ich jetzt eine Batterie, die nicht hinüber ist? Zwischen den Horden an Nekromorphen. Irgendwo. Im zweiten Kellergeschoss oder so. Die Stasi-Lampen hast du auch nicht benutzt, ne? Nee. Wie soll ich da hochkommen? Was ist das für ein Scheiß? Ich brauche eine Batterie. Haben wir die wieder Let's Player-mäßig übersehen oder was? Kann sein, dass ich die in irgendeine dunkle Nische geworfen habe, in die man nicht mehr rankommt. Ja, das ist dir zuzutrauen. Ich gedacht, die brauchen wir nicht mehr. Nö, es haben nie so bei Batterien so. Bei Batterien, die rumliegen. Auch in diesem Spiel ja auch wirklich nicht. Die war halt so groß und klobig, ich meine, das ist ja halt auch irgendwie scheiße rumzuschleppen die ganze Zeit. Tja. Jetzt stell dir mal vor, diese ganzen Sachen wären von Apple hergestellt worden. Dann wären wir schon lange tot. Hätten wir die Batterie nie auswechseln können. Das stimmt. Ja gut, so ein Eye-Elevator, ja? Ja, dann hätten die aber sicherlich ihre eigenen Batterien dann auch an den Mann gebracht. Und guck mal hier. Hier soll ich reingehen. Ja, hier steht's. Oh. Authorized Technicians Only. Eben stand da noch Energy Mail Function. Ah. Hä? Hä? Ich finde auch keinen. Wo ist denn dieser? Das ist der Leiter rechts. Ich bin einmal drehen. Vorsicht. Ein bisschen hochgucken. Ein bisschen Licht. Aber ich glaube, in diesem Spiel kann man nicht klettern, ne? Man kann nur Fahrstühle benutzen. Ja. Das ist das, der ja. Ja, wobei, es gibt einige Skripte zu sehen, glaube ich, in denen er da nochmal klettert. Was ist denn das hier? Ich kapiere das überhaupt nicht gerade. Da sollst du durch. Da soll ich durch, ja. Aber du bist nicht autorisiert. Brauche ich irgendwen, der autorisiert ist, oder was? Das ist ja kein Scan-Ding oder so, ne? Nee, nicht wirklich. Kannst du höchstens irgendwie wahrscheinlich... Kannst du irgendwo hacken? Ich sehe hier nichts zum Hacken, ehrlich gesagt. So. High Voltage. So, hier ist die kaputte Batterie, die habe ich da rausgezogen. Oh, der Sound macht gerade irgendwie sehr komische Sachen. Passt doch gar nicht wieder rein. Nö. Hab's vergessen. Die habe ich wahrscheinlich verbogen, als ich die rausgezogen habe. Ja, die ist halt auch hin, ne?
Und sonst sehe ich hier nichts, was ich irgendwie verwenden könnte. Was ist denn da schon wieder für ein Scheiß? Ist da was drin? Nicht so. Aha. Ah, na schau an. Oh, da gibt es so eine richtig schön gelagerte Backup-Batterie. Da siehst du. Für den Eistrom. Für den Eistrom, genau. Eye-Battery. So, jetzt kannst du ja nur Backup gehen. Boah, geht's da richtig ab. Ach, guck mal, die haben auch die Kabel nicht ordentlich verstaut, ne? Das ist alles irgendwie so. Oh. Ja, wie viel muss ich dir ins Bein jagen, sag mal? Du hast, das Fadenkreuz war drauf und du hast trotzdem verfehlt. Frag mich nicht warum. Interessant. Den hier habe ich dafür platt gemacht. Aus irgendeinem Grund. Den hat die Stase, glaube ich, zermürbt. Ja, den hast du echt im Leben nicht getroffen, aber egal. Den habe ich wahrscheinlich einfach erfroren. Oh, Kinder. Oh, nice. Hä? Hast du davon noch Schaden gekriegt? Ach, nee, ne? Nee, nee. Oh, da. Oh, schön. Alter, was war das denn? Das möchte ich jetzt aber auch mal gerne wissen. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Ein Kind gestolpert? Oh, guck mal, ich habe den erschossen, ohne den Bierbeutel zu treffen. Da gibt's doch auch irgendwie eine Prämie für. Genau, da gibt's auch eine Trophäe. Hallo. Oh, der hängt da so runter. Ich halte ihn am Blähbauch fest. Oh, kannst du ihn irgendwie... Das ist ein Blähbauch, ne? Das ist keine volle Winde. Du kannst ihn auch... Volle Winde fände ich logischer, ehrlich gesagt. Naja, wobei, so ein Blähbauch, wenn er mal richtig einen raus der Rüstung drückt... Oh ja, oder nicht kann. Da siehst du, genau, du kannst ihn auch als Granaten benutzen. Das ist natürlich auch cool. So. Oh, daneben gestarrt. Oh, wenn der dich trifft, das tut so richtig weh. Hinter dir. Was ist denn hier los? 2, 3. Mann, die brauchen aber alle auch einen Inzwischen Wunder. Haben wir so die Stase so richtig für uns entdeckt. Jetzt wird alles gestarrt. Auch so ein halbtoter Gegner noch. Ja, wir haben auch wirklich einiges an Stase. Das ist ja nicht schlecht. Aber bei den Spuckern ist es ja wirklich... Ja, Alter, guck mal, da hat er sogar schon seinen Unterarm gezogen. Die Spucker, die fangen halt wieder sofort an zu spucken. Ja, links, glaube ich. Ja, was gehört. Ja. So. Timer ist abgelaufen, das heißt, wir suchen den nächsten Save Point. Wir machen noch eine kurze Pause. So soll es sein. Bier schmeckt heute auch mal wieder, ne? Ja, ne, das ist ganz furchtbar. So schlecht für die Figur. Weil wir sind ja eigentlich beide voll durchtrainiert. Also, einer schöner als der andere. Aber mit diesem Alkohol muss ich mal schnell so einen Bierbauch antrinken, ne? Mhm. Ist ein ganz tolles Thema. So. Tatsächlich alles... Ah, hier, das ist tatsächlich alles 14 zu 12. Wir waren echt lang in Kapitel 10. Dann kommen wir überspeichern wir jetzt mal Kapitel 7 hier. Jetzt müssen wir nur wissen, wie viele Kapitel es gibt. Ja. Und wie lange sie ungefähr dauern. So, damit machen wir hier eine kleine Aufnahme. Pause. Genau. Insofern... Danke schon mal fürs Zusehen. Haben wir irgendwas Spezielles anzukündigen gerade? Nee. Aber wie immer, ne, wenn es euch gefallen hat, geht ruhig ins LP-Archiv, www.lp-archiv.de und bewertet unser Let's Play. Und ansonsten hast du noch was zu sagen? Nee. Nö. Er schüttelt nur mit dem Kopf. Gut. Gar nicht. Dann sehen wir uns gleich oder morgen oder sonst mal wieder. Und wir sagen, macht's gut. Danke Ciao. Für den Fisch und DDGX. Out.